Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Endlich ist es mal wieder soweit auf dem Kanal. Ich kann euch ein neues Angezockt präsentieren und dabei handelt es sich um ein Spiel, was mich schon sehr, sehr gut unterhalten hat und mir viele Spielstunden positiver Natur geschenkt hat. Und dabei heißt das Ganze Railway Empire. Ja, ein geiles Game, genau richtig für mich. Ich liebe Wirtschaftssimulationen und dann auch noch Handeln und Sachen verkaufen und kaufen. Oh ja, genau meins. Ich liebe es. Ich stehe drauf. Das durfte schon der ein oder andere im Stream erfahren und wird er jetzt hier auch nochmal sehen. Für alle Fans von Railroad Tycoon damals ist es natürlich jetzt ein Fest, wieder sowas zu sehen. Und ja, ich will euch einfach mal ein bisschen das Game zeigen. Deswegen springen wir hier in die Kampagne. Ich nehme jetzt hier die erste Kampagne, die es da gibt. Great Plains 1863 spielt das Ganze. Das erste Kapitel führt dich an die Baustellen der Union Pacific Railroad, die im Jahr 1863 damit begann, in Richtung Westen zu bauen, um die erste transkontinentale Bahnstrecke zu errichten. Während du mit deinen Gleisen die Weiten der Great Plains und die Höhen der Rocky Mountains eroberst, lernst du die Grundlagen von Railway Empire kennen. Thomas Clark Durant, der Visionär an der Spitze von Union Pacific, wird dich dabei unterstützen. Ja, das ist doch fein. Also, man kann hier in dem Fall was auswählen, keine Ahnung. Nämlich einfach mal, denken zack. Sie auch manchmal darüber nach, alles hinzuwerfen und sich der Poesie zu widmen? Dann sage ich natürlich, ich bin der K von Ramba. Die Gesellschaft ist die Union Pacific Railroad, dementsprechend bleiben wir da. Wir haben hier den Fabrikanten, den kann ich jetzt hier noch nicht ändern. Das Spiel aktuell ist so gesehen noch nicht erhältlich, beziehungsweise mit einem kleinen die Kniff. Anderen sind denn nur Glücksritter, eigentlich kommt das Spiel Ahnung offiziell im Januar 2018 heraus. Wer es aber jetzt schon bei Steam bestellt und ordert, der bekommt das Ganze jetzt schon in der Beta und kann es also auch jetzt schon zocken. Wer noch ein bisschen Geduld hat, wartet einfach noch bis Januar. 1863. Ansonsten geht's jetzt schon los. Am Ufer des Missouri River das letzte Kapitel des monumentalen Unterfangens der transkontinentalen Eisenbahn. Arbeiter der Union Pacific Railroad begannen bei Omaha, ihre Gleise nach Westen durch das wilde Herz des nordamerikanischen Kontinents zu treiben. Auf sie warteten gewaltige Aufgaben. Abseits jeder Zivilisation war das Land noch weit, das Wetter erbarmungslos und die Herausforderungen ungemein kräftezehrend. Doch es galt, eine Meisterleistung der modernen Ingenieurskunst zu vollbringen, die Wildnis zu zähmen und mit Stahl, Feuer und Dampf zu erobern. Noch nie zuvor war etwas Vergleichbares gewagt worden, doch die Zeit war reif. Sei gegrüßt. Mein Name ist Thomas Clark Durant. Genau, der Chef der Union Pacific. Wir werden in die Geschichte eingehen als diejenigen, die die transkontinentale Eisenbahn erschließen. Und das, mein Freund, ist dein Job als Chefingenieur. Ich selbst kann derzeit nicht alles vor Ort überwachen, weil ich in Washington noch einige Politiker treffen muss. Ja, mehr als nachvollziehbar, natürlich. Zunächst solltest du dich mit der grundlegenden Bedienung vertraut machen. Bewege die Kamera einmal in alle Richtungen. Krieg ich hin. Und nun teste die Zoom-Funktion der Kamera. Krieg ich auch hin. Schaut, also so nah kann man ranzoomen, das ist die Maximalstufe. Also man sieht schon, ist auch wirklich fein ausgearbeitet. Du kannst die Kamera auch rotieren. Nein. Probiere es aus. Vogelwild. Also auch hier schöne Weitsicht. So, hier hinterhalb ist sozusagen, da ist dann Ende. Die Karte ist immer ein bisschen begrenzt, kann man sagen. Und jetzt müssen wir in den Gebäudemodus wechseln. Und zwar in Norfolk. Hier. Ich finde übrigens die Musik sehr geil. Einen Bahnhof bauen. Das heißt Bahnhof. Zack. Und da wir natürlich hier die beiden verbinden, bauen wir den strategisch so, dass wir den so ein bisschen in die richtige Richtung drehen. Platzieren den mittig rein. Einfach zack. Sehr gut. Die Nun Stadt müssen die beiden Bahnhöfe mit Gleisen verbunden werden. Wechsle dazu in den Gleisbaumodus. So, also, natürlich muss das verbunden werden mit dem Gleis, klar. Ihr habt hier in dem Fall Norfolk mit einem größeren Bahnhof, der hat dann zwei Schienen. Und
hier Omaha dann nur eins. Es ist noch ein kleiner Bahnhof. Man kann auch das Schienensystem dann hier, ne, je nachdem anpassen, wie man will. Ah, man muss ein bisschen die Steigung beachten und so weiter und so fort. Passt aber alles. Deswegen bezahlen und bauen. Nun erstelle deinen ersten Zug, damit du eine Zuglinie zwischen deinen Bahnhöfen einrichten kannst. Ja, das ist ja auch kein Problem. Da gehen wir eben hier oben auf neuen Zug. Der Zug existiert zunächst nur auf dem Papier. Ohne eine Lokomotive bringt er dir wenig. Das heißt, wir brauchen die hier. Philadelphia. Zack. Ich habe natürlich gekauft. Außerdem benötigt jeder Zug eine Zuglinie, die alle Stationen umfasst, an denen er halten soll. Auch das ist nachvollziehbar. Das heißt, wir sagen hier, junger Mann, von Omaha nach Norfolk. Und da seht ihr, wie lange das dauert, die Auslastung und so weiter und so fort. Und dann bestätigen wir das. Und das war es dann auch erstmal schon. Und jetzt fährt er nämlich in Omaha, wird hier Fleisch exportiert und Leder. Und natürlich Expressgüter und natürlich auch Postkutschen und alles Thema. Und damit fährt er jetzt hier schön von Omaha nach Norfolk. Genau. Da jede Lokomotive auf ihrer Fahrt Wasser, Sand und Schwimmel benötigt, musst du noch entlang ihrer Strecken einen Versorgungsturm platzieren. Ja, das ist ja auch gar kein Problem. Das heißt, hier auf Gebäudebau, Versorgungsturm. Und den stellen wir jetzt hier hin. Und damit hat jetzt die Lok hier die Möglichkeit anzuhalten. Übrigens ein ganz nettes Detail. Man kann auch mit der Lok mitfahren. Also, wer richtig Zeit und Lust hat, der fährt einfach mal ein bisschen mit der Lok mit. Also, ich finde, da ist schon Liebe im Spiel, die man da merkt. Und Pfeif kann ja natürlich auch. So, in den Bahnhof einfahren. Aber wir gehen jetzt mal raus. Und schauen mal, was noch so passiert. Er richtet nun einen markierten Landbahnhof, der die Maisfarm in seinem Einflussradius hat. So, also. Welcher ist da gemeint? Muss wohl dieser sein. Jo. Also. Und in dem Fall ist es so. Normalerweise von diesen, ja, Privatbesitzfarmen und was es da auch nicht alles so gibt und Minen und so weiter und so fort, kommt aktuell, seht ihr, 100% per Kutsche in den Ort, was natürlich dann immer ewig dauert. Klar, ist natürlich nicht effizient, sonst würde es heutzutage auch keine Züge oder noch andere Sachen geben. Dementsprechend gibt es jetzt hier auch einen Bahnhof. Wir nehmen einfach mal den. Ich mag die einfach lieber. So, jetzt nicht hier rein einfach setzen, das mag nämlich der Bauer nicht, sondern ein bisschen außerhalb. Zack. Und jetzt wird das Ganze dann auch mit Omaha verbunden. So, und auch das ist erledigt. Jetzt braucht es hier natürlich auch eine Zuglinie. Und jetzt eben, ihr seht, jetzt soll praktisch eine Zuglinie vom Landbahnhof über Omaha nach Norfolk fahren. Also, wir kaufen wieder eine Lokomotive und sagen hier, Lok, du fährst jetzt vom Bahnhof über Omaha nach Norfolk. Und dementsprechend bestätigen wir das. Und ihr seht, jetzt wird hier der Mais geladen. Ihr braucht jetzt hier euch nicht um die Waggons kümmern. Das macht wiederum das Spiel komplett selbstständig. Auch Fixkosten gibt es dann keine großartigen mehr. Es gibt Gehälter noch, es gibt Bahnpersonal und sonstiges. Wenn ihr aber einen Bahnhof gebaut habt, der ist dann euer. Da müsst ihr nichts mehr machen. So, und jetzt ist dann natürlich eine Thematik da, dass man natürlich sagt, hoppala, wir haben ja hier die Problematik, dass ja da zwei Züge jetzt sich eine Schiene teilen. Also bräuchten wir ein Ausweichgleis, das mindestens so lang ist wie ein vollbeladener Zug. Also, kann man es hier mal anschauen. Das finde ich auch sehr schön, dass man immer so kleine Tutorials hier im Spiel, kann man natürlich dann auch wegklicken, aber man sieht, wie das funktioniert. Das heißt, zack, wir ziehen das hier nebendran entlang des Ausweichgleis. Klar, man kann natürlich auch doppelschienig bauen, wenn ihr das gleich macht. Kostet natürlich aber mehr Geld. Also sehen wir, okay, das funktioniert so. Sie bestehen aus Weiche, Parallelgleis, Weiche. Gut, das sollte man hinbekommen. Also, dann machen wir das. Gleisbau.
weiche Parallelgleis, Paralleldings hier, Gleis und weiche. Zack, wird gebaut. Dann ist hier auch der Turm gleich enthalten. Und jetzt wartet der andere dann noch ein bisschen. Und jetzt haben wir nämlich das Thema, dass wir noch Signale brauchen, weil klar, ist zwar ja schön und gut, aber ohne ein Signal passt es nicht. Also brauchen wir jetzt ein Richtungssignal. Da gehen wir hier rein, einfach easy peasy. Sagen hier Signal. Und ich meine, es so ist es richtig. Werden wir aber gleich sehen. Ah, das ist ein Stoppsignal. Man kann hier das Ding ändern. Signaltyp, Shift. So, und jetzt müsste das hier passen. Genau, der fährt nämlich hier lang. Genau, und jetzt hat jedes Gleis eine andere Richtung. Und damit sollte das Thema Gleisbau hier erledigt sein. Wie gesagt, ab und an, manchmal klappt es mit den Gleisen auch nicht so perfekt irgendwie, aber wem das auch dann irgendwann zu doof ist und sagt, ich will einfach bauen, es gibt auch noch einen Modus einfach. Und mit diesem Modus habt ihr den Vorteil, dass ihr im Prinzip die Schienen so nutzen könnt, wie sie halt da sind und die fahren in Anführungszeichen durcheinander durch. Das ist natürlich dann sehr, sehr bequem. Genau, und jetzt brauchen wir ein Wartungsgebäude in Omaha, weil klar, die Züge werden irgendwann kaputt. Also brauchen wir ein Wartungsgebäude. Zack. Kostet 80.000, haben wir kein Problem. Wir könnten natürlich auch den Bahnhof easy erweitern. Machen wir aber nicht. Und jetzt sagt er, ja, genug Zeit verplempert. Jetzt mach hier einfach mal weiter. Das machst du schon. Und wir sehen, Norfolk wächst dank unserer Zugverbindung. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und jetzt gibt es hier natürlich noch Aufgaben. Verbinden Omaha mit Northblade. Also Omaha ist da, Northblade. Wir sehen hier übrigens, da ist Northblade, hat sogar eine Anschlussprämie, sehr schön, dafür kriegen wir jetzt extra nochmal Kohle, wenn wir die da anschließen. Und das machen wir natürlich schnellstmöglich, denn wir wollen da nicht lange rumtun. Und kostet 103.000, aber klar, dank der Prämie haben wir das dann ganz gut und einfach erledigt. Und da gibt es hier auch immer so Ingame-Nachrichten. 100. Längenkreis überquert. Also so ein paar nette Informationen noch im Spiel. Wir sehen mittlerweile, der Zug steht immer noch hier. Also ab und an mag das nicht so. Aber wir können auch das dann einfach umgehen. Jetzt machen wir mal eins. Wir probieren jetzt mal ein Stoppsignal zu machen. Vielleicht fährt er dann, ja? Ja, und da klappt es auch. Da ist er schon am Losbrausen. Und jetzt ist es eben so, kommt hier der Zug an, fährt natürlich auf sein ihm vorgegebenes Gleis. Ach, ich finde die Musik einfach spitze. So, der lädt jetzt hier erstmal ab. So wie sie es gehört. Und dann fährt er weiter. Geht das so? Wenn es funktioniert, das so. Der eine steht eigentlich praktisch sozusagen, wartet immer und der andere darf immer Dauer fahren. So würde ich das jetzt mal sehen. So, und ihr seht jetzt, jetzt fahrt er einfach schön entlang und er ist jetzt dann gleich wieder frei und dann sagt, okay, let's go. Aber wir wollen unsere Aufgabe natürlich jetzt nicht außer Acht lassen, weil wir müssen Oma noch mit Cheyenne verbinden. Wo ist denn Cheyenne? Ist nämlich hier drüben, gibt es ebenfalls eine Prämie und die nehmen wir natürlich auch mit. So, da baue ich aber den Bahnhof gleich so ein bisschen schräg,
dass man eventuell dann dementsprechend weiterbauen kann, weil sonst haben wir nämlich hier den Berg. Der wird zwar untertunnelt, aber das kostet mal richtig Asche. Deswegen, wir wollen natürlich hier ein bisschen sparen. Und wir sehen jetzt hier gleich so eine Sache. Zug könnte man hier starten lassen, aber hier ist noch eine Mine im Weg. Deswegen müssen wir hier manuell noch ein bisschen nachjustieren. Wie gesagt, wir achten auf Steigung und Sonstiges. Auch hier, das kostet natürlich mehr, wenn da mehr Grabungsarbeiten gemacht wird, aber es passt. Und dann bauen wir das, dafür kriegen wir auch wieder unsere Prämie. Und wir sehen auch wieder hier, Aufgabe erfüllt. Wer natürlich effizient bauen will, kann natürlich auch einfach doppelschienig bauen. Das heißt, man macht hier aus dem kleinen Bahnhof einfach easy peasy, erweitert man den dann da. Und hätte natürlich jetzt zwei Schienenpaare, wo man natürlich die jetzt miteinander verbinden kann und dementsprechend dann die dann fahren lassen kann. Und ihr seht, auch hier gibt es wieder Informationen. Die wird Fracht, Post und Passagiere entladen. Die aufsteigen Zahlen, stellen den Transporterlös dar. Je schneller Expressgut transportiert wird, desto höher ist der Erlös und so weiter und so fort. Also auch hier werdet ihr immer ein bisschen an die Hand genommen. Den Stadtbahnhof errichten, auch da. Stadtbahnhöfe müssen in der Nähe des Stadtzentrums errichtet werden. Alle Gebäude können vor den Sätzen gedreht werden. Also, auch da nochmal easy. Das finde ich sehr angenehm, muss ich sagen. Also, sehr, sehr schön. Und was haben wir jetzt als Aufgabe? Beliefere die Denver mit 16 Ladungen Vieh. So, wo ist denn Denver? Da ist Denver. Dann haben wir hier Vieh. Das heißt, da machen wir es uns jetzt recht einfach. Wir nehmen wieder einen Bahnhof, platzieren den so, dass er auch wieder gut mit Cheyenne funktioniert und machen jetzt hier noch den nächsten Bahnhof. Wenn der Bahnhof groß genug ist, so wie der jetzt hier, der große Bahnhof, die haben ein größeres Einflussgebiet, das heißt, der kann nämlich beides hier nehmen, sowohl, ich glaube, Zucker ist es. Genau, Zucker als auch das Vieh kommt er dann beides ran. Jetzt müssen wir nur noch den Bahnhof erstmal verbinden hier mit Cheyenne. Und hier geht es dann weiter in die Robinson-Domäne. Und jetzt ist es natürlich wieder simpel. Wir brauchen hier, das haben wir ja gesehen, Denver will Vieh. Also sagen wir hier neuer Zug. Zug kaufen und Zuglinie einrichten. Also von hier hin fahrst du jetzt nach Denver. So, und das war's schon. Speichern und verlassen. Natürlich, aktuell ist es sehr einfach. Die Kampagne steigert sich dann aber definitiv in ihrem Schwierigkeitsgrad. Also, wer denkt, alles easy peasy, das mache ich mal nebenbei. Ja, nicht ganz. So, also Denver kriegt Vieh und Cheyenne wiederum will Fleisch. Das heißt, wir machen hier ja Fleisch. Macht also durchaus Sinn, den Zug dann auch nach Cheyenne noch fahren zu lassen. Weil so kriegt wiederum Cheyenne dann das Fleisch von Denver, fahrt wieder hierhin zurück und holt sich dann wieder dementsprechend alles weitere ab. So, die Aufgabe läuft. Schließe Einwohner an ein Streckennetz an. Wir sehen, wir sind schon ganz gut dabei. Unser Streckennetz und die Einwohnerzahl, die steigen deutlich. Man kann natürlich jetzt noch andere Strecken hier dazu nehmen. Man kann jetzt also sagen, wir nehmen doch Rapid City noch mit rein. Machen da auch einen Bahnhof. Und legen jetzt das Schienennetz praktisch hier auf die bestehende. Und legen das hier dazu. Und da sehen wir, das ist jetzt eine ganz schön teure Strecke. Da kann man jetzt natürlich gucken, an was liegt's. Aha, hier mal wohl so ein kleines Problem von der Strecke. Und wir sehen, ein bisschen verschieben macht schon einen großen Unterschied. Jetzt muss ich natürlich so verschieben, dass das auch alles passt.
Und so schaut es schon deutlich besser aus. Sowas wie hier, so Brücken oder also das Bausystem der Schienen ist einfach gehalten. Weißt du, dass viele Leute die gewaltige Landstrecke zwischen dem Mississippi und Kalifornien die große amerikanische Wüste nennen? Diese Narren. Wenn meine Eisenbahn alles erschlossen hat, wird sich der Wert dieser Ländereien vervielfachen. Auch hier, wie gesagt, man kann zu jeder Stadt nochmal den Warenbedarf angucken, sieht so, was ist denn der Bestand in der Stadt, Bedarf pro Woche, und auch der ist natürlich dann notwendig für das Wachstum der Stadt zum Beispiel. Man kann auch noch, in dem Fall, wenn wir sagen, oh Cheyenne, das hat ja gar keine Industrie, das ist ja ärgerlich. Da können wir aber zum Beispiel eine hinsetzen. Pöbel will nicht in den Krieg ziehen, der Pöbel will nicht, und Union Pacific Railroads nicht zu bremsen. Auch so, wie gesagt, so kleine Updates werden immer gemacht. Ihr bekommt später auch noch. Das ist, wie gesagt, ein Spiel, was je weiter die Kampagne geht, desto intensiver wird es dann auch. Natürlich Quartalsberichte und sonstiges. Es wird später noch Konkurrenz geben. Da kann man dann Aktienanteile kaufen, verkaufen und die übernehmen, fusionieren und so weiter und so fort. Ihr könnt euch natürlich auch Anleihen nehmen, ihr könnt an der Börse hier etwas rumspekulieren. Also auch sowas ist hier gegeben. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Cheyenne, das ist ja ganz schön, aber wir würden gerne hier zum Beispiel die Fleischindustrie oder vielleicht sogar ganz sinnvoller die Brauerei ansiedeln. Denn Brauerei braucht hier das Getreide. Und dann denke ich mir, yo, Getreide, das ist nicht weit weg. Da mache ich doch mal einen schnicken Bahnhof hin. So. Einzig doofe, man kann den Bahnhof jetzt nicht so perfekt hier in das bestehende Netz integrieren. Das heißt, ich muss den erstmal abseits bauen. Und dann muss ich jetzt die Strecke so legen. Und jetzt kann ich die abreißen und fertig. Und da war's das. Und jetzt verbindet Cheyenne mit einem Holzbetrieb und einer Weizenfarm und richtet eine neue Zyklinie. Beide, also auch das soll hier erledigt werden. Vielleicht hätte ich das sogar mit einem großen Bahnhof hätte ich das sinnvoller machen können. Aber ihr seht, ich bin langsam arm wie eine Kirchenmaus. Also von dem her muss ich mich da erstmal ein wenig bremsen. Denn ich bin hier fleißig am Expandieren, aber hol nichts rein. Wer da Probleme hat oder haben sollte, könnt ihr eigentlich recht einfach in Anführungszeichen umgehen. Ihr müsst einfach viele Züge bauen. Also in der Form, das Spiel bedarf sehr, sehr vieler Züge, sehr guter Verbindung. Weil wie gesagt, wenn man zum Beispiel hier sieht, dieser eine Zug fährt ja glaube ich 30 Tage hin und zurück. Und dementsprechend dauert das dann natürlich alles. Und so kommt man auch nicht auf Geld. Man kann die Spielgeschwindigkeit aber auch erhöhen, um das Ganze ein bisschen schneller laufen zu lassen. So, um jetzt hier nicht allzu lang rumzutun, werde ich natürlich hier in guter alter Unternehmertradition mir Anleihen holen. Sag, jo, die Anleihen, die nehme ich. Für 355.000, 100 Wochen habe ich dann also Zeit. Und um hier weiterzuspielen, macht es durchaus gerade Sinn. Man könnte das natürlich jetzt theoretisch auch lassen und auch hier wieder als Gleissystem, aber der soll ja dementsprechend hier alles easy abfahren und ich mache es mir da ein bisschen leichter. So, und jetzt natürlich auch eine Zuglinie ein, der alles verbindet. Holzbetrieb und eine Weizenfarm und eine Zuglinie, die beide mit Cheyenne verbinden. Also, alles klar. Auch das ist natürlich leicht. Wir kaufen uns hier wieder einen Zug. Sagen hier, Zug, fahr doch mal bitte. Und den machen wir jetzt ein bisschen cleverer. Von Rapid City nach Brown, nach Cook und nach Cheyenne. So. Und das machen wir genau so. Und dann fahrt er jetzt nämlich hier los und fährt dann hier dementsprechend alles ab. So. Und das ist im Prinzip alles. Jetzt müssen wir, wie gesagt, wir sehen hier Cheyenne mit 16 Ladungen Fleisch. Das funktioniert. Hat schon 8 von 16 und da passt das alles.
Und wir müssen Cheyenne jetzt größer machen. Cheyenne soll wachsen. Wir haben ja hier schon einen Betrieb und wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Waren, weil... Oh, Betriebsmittel fehlen. Ich habe da hier in der Tat ein Versorgungstürmchen vergessen. Versorgungstürme essentiell, weil wie gesagt, sonst machen es die Züge nicht lange mit. Aber wir sehen die Stadt, die wächst. Da ist alles gut soweit. Ja, und hier an der Stelle würde ich es dann auch sein lassen, denn ich glaube, ihr habt mal einen groben Einblick in das Spiel bekommen. Wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr sagt, yo, hau noch mehr davon raus, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ansonsten, glaube ich, war es ein sehr schönes Angezockt. Ich kann euch das Spiel wirklich herzlichst empfehlen. Ich bekomme dafür nichts. Es ist keine Werbung oder keine sonstiges. Ich bin einfach nur Fan. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen. Ansonsten kann ich euch nur weiterhin alles Gute hier auf dem Kanal wünschen und hoffentlich euch ein frohes Schaffner-Dasein oder ein gutes Lokomotivführer-Dasein wünschen. Bis demnächst, euer Alcaramba.